So, auf unsere nächsten Gäste hat DJ Canisius besonders gefreut, nicht wahr, liebe DJ Canisius? Ja, das Quartett, was wir jetzt als nächstes hören, trägt dazu bei, dass sie einer fast vergessenen Gattung wieder zu neuem Glanz verholfen haben. Es ist das Klavierquartett. Und bei einem Klavierquartett dreht es sich nicht um 4 Klaviere, wie ich schon so oft gefragt wurde, sondern es ist die Besetzung Klavier, Geige, Bratsche und Cello. Hier ist das unglaubliche Fauré-Quartett. Willkommen, das war toll, dieses Stück von Feist. Also, Feist ist Kanadierin, das ist wichtig zu sagen. Aber ich frage mich, gibt es nicht genug Repertoire in der klassischen Welt, dass du Popmusik spielen musst? Also, es gibt für Klavierquartett allein über 500 Werke, aber jeder klassische Musiker träumt natürlich davon, mal so eine coole Platte zu machen. Und denkt ihr, dass es hilft, mehr Fans für klassische Musik zu bekommen? Die Songs sind alle wirklich gut und es hat Spaß gemacht. Die Arrangeure waren super und jetzt muss man gucken, was damit so alles angezogen wird an Publikum. So als Pianist im Streichquartett zu spielen, ist ja gang und gäbe, aber für die Streicher, die können ja normalerweise, spielen sie ja sehr viel Streichquartett und nicht Klavierquartett. Was ändert sich für euch Streicher am Klang mit Klavier? Der Klang wird eigentlich bereichert durch das Klavier, weil wir einmal die reine Streichergattung ja auch drin haben. Wir haben ja das Streichtrio immer noch, was ja auch eine Kammermusikgattung ist. Wir haben verschiedene Duo-Konstellationen mit dem Klavier, die es auch nicht im Streichquartett gibt. Aber eben dadurch, dass das Klavier bei uns mitspielt im Quartett, haben wir natürlich auch diesen etwas symphonischen Rahmen. Und damit haben wir natürlich ein größeres Klangspektrum, eine größere Bandbreite, auch an Volumen. Außerdem gibt es nicht so viel Hickhack zwischen erster und zweiter Geige bei den Proben. Und wie fühlt sich der Pianist dabei? Ja, ich fühle mich sehr wohl dabei. Es gibt Studien, die haben mal berechnet, wie viele Töne ein Pianist pro Abend spielt. Schätzt mal, wie viel das sind. 15.000. Über 100.000 Noten. Oh, und was wären unsere Streicher ohne diese 100.000 Noten pro Abend? Und sagst du das oft?
Also nur, um das zu wiederholen. Nee, nur bei Honorarverhandlungen eigentlich. Maybe show some more of your mad skills. I don't know. The people are ready for some more mad skills. And your peeps, in this case, are kind of some of the best peeps ever, a.k.a. the Fauré Quartet. Yeah. Whistle along. Real sexy. Pumping, pumping, B.O. jump, jumping, Zawala jump,
pumping, DOG jumping. Is this the wall of G? I think so. Yeah, lifting my eyebrow. Huh. Yeah, solidly drove us over the ghost house. You wanna play cats and mouse with me, lady? Yeah, Mr. Malak, come on, shady. Yeah, what's up, you're unstoppable. Yeah, you know, highs is popping now. No doubt, Mr. Malak, coming through with the illest tunes. But motherfucker, make some room. Yeah, solidly drove us once again. Did the trouble when you still don't understand. Long nose, yeah, crazy long shit. Yeah, no, not the right thing, this the wrong shit, yeah. What I'm gonna do with slick, yeah, slick as it gets for the animals, yeah. Got the animal farms, you know, we're keeping the animal arms ready. Rock steady, yeah, rock steady, baby. Huh. Bubba baby, come on, huh. Yeah, rock steady, baby. Bubba, bubba, bubba baby, come on. Sweet, yeah, people got to be sweating, so we keep it at hot like we be wetting. Yeah, all of those ladies, you know it's true. Boy. Thank you, thank you. Mr. Malak, Forêt Quartet! Thank you, thank you.